Hallo Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Hollow Knight Teil 10. Wir haben in der letzten Episode ja den Seelenmeister besiegt und ich habe gesagt, dass ich einkaufen gehe. Ich habe ein paar, ich habe hier dieses komische ranzige Ei gekauft, den zweiten Teil unserer Maske, ein Gefäßteil, was immer das ist. Achso, wahrscheinlich für, ja, ein Gefäß halt. Und dann habe ich noch gekauft, das war's eigentlich. Genau, dann habe ich hier noch Talismane gekauft und zwar, welcher war's? Ach ja, genau, und der hier, dass wir widerstandsfähiger sind und ich glaube den hier. Ist auch egal, jedenfalls ist es ziemlich cool, was ich alles entdeckt habe und wir sind jetzt gerade hier unten rechts bei der Bank und bei der, ja, Tante da. Die Stadt der Tränen geht nach unten. Und ich möchte jetzt die Fähigkeit nutzen, die wir vom Seelenmeister bekommen haben, nämlich dieses auf den Boden schlagen, um hier die Böden, die wir gefunden haben, zum Einsturz zu bringen, die so ein bisschen gewackelt haben. Und da waren wir hier, glaube ich, ganz in der Nähe von der Mine. Hi. Wow. Warum? Achso, ich habe nicht ausgerüstet, dass ich nicht zurückdashe. Sondern ich habe hier die Dings ausgerüstet für... dass wir mehr, Geo kriegen. Ich habe außerdem, was habe ich noch gekauft? Ach genau, dieses, dass uns ein Geo-Schwarm hinterherfliegt, glaube ich. Oder irgend so ein Schwarm, dass wir die wenigen Geos, die wir verlieren... einsammeln. Ach stimmt, da konnte man nicht hoch. Aber vielleicht hier durch die Wand. Geht nicht, schade. Ich habe doch die Mantisklaue gelernt. Aber anscheinend braucht man hier mehr, um da hinzukommen. Ja, brauchen wir auf jeden Fall. Na gut, dann lassen wir dieses Teil nach wie vor in Ruhe. Habe ich das gekauft? Nein, habe ich sogar nicht mal. Wenn man dieses kleine Geo verliert, dass man dann das wiederbekommt, so ungefähr. Boah, der kommt da runter. Respekt. Wenn man also, wenn die angreifen gegen ihre Waffe haut, sieht das aus wie eine Art Konter. So. Ja, die Frage ist nur, wo war das? Beziehungsweise, wie kamen wir da hin? Wir sind jetzt hier. Ach ja, eins höher. Glaube ich. Ach ja, und wir sind ja stärker geworden in der letzten oder vorletzten Episode. Haben wir unser Schwert schmieden lassen. Und das war nämlich auch der Grund, warum ich in diese Mine gehen wollte. Denn der Typ hat ja gesagt, falls wir ihm irgendein Erz bringen, dann kann er uns... Na, unser Schwert noch weiter verstärken. Und ich dachte, in der Mine werden wir das Erz am ehesten finden. Ach ja, und genau. Gut, dass wir jetzt gerade per Zufall hier lang gehen. Die Hornisse sagte uns, dass wir zum Tempel des Schwarzen Eises gehen sollen. Beziehungsweise sie hat uns was gesagt und dann wurde der Tempel des Schwarzen Eises oder des Schwarzen Eis in unserer Karte markiert. Den kennen wir schon von dieser Anfangs... von diesem Anfangsgedingse. Intro. Und deswegen gehen wir da jetzt auch noch gerade hin. Liegt ja auch auf dem Weg. Weg mit dir. Nein! Ach so, ja, genau. Ich kann ja jetzt hier viel leichter hochkommen. Oh, und wir können mal hier oben hingucken. Mal sehen, was wir als neue Geschenke bekommen. Weil wir haben ja noch so ein paar von diesen Raupenviechern hier gefunden. Danke, her damit. Hui! Hui!
Larvenlied. Enthält die Dankbarkeit befreiter Larven. Erhalte Seele, wenn du Schaden nimmst. Oh. Nicht schlecht. Wie, mehr hattest du nicht, alter Mann? Wie viele haben wir denn jetzt gefunden, Alter? Fehlen noch einige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 von denen, die ich bisher jetzt gezählt habe. Wer weiß, ob das reicht. Okay. Oh, halt, habt ihr das gesehen? Links kam da oben Licht raus. Aha. Oh, cool. Da links ist noch ein Geheimgang. Woo! Dudi, dudi. Schon wieder so ein Baum. So ein Traumfängerbaum. Okay, weiter geht's. Woo! Zum Tempel des schwarzen Eis geht's hier lang. Mal sehen, ob es da drinnen irgendeine Veränderung gab, seit wir das letzte Mal hier waren. Nein. Gab's nicht. Die Hornissentante hat uns einfach so gesagt, wir sollen hergehen. Wundervoll. Das ist genau das, was ich nicht haben wollte. So, wir sind jetzt da. Oh, was? Moment. Was ist das für ein Zeichen hier? Da oben auf einmal. Muss doch was sein. Denn hier gab's eine Veränderung. Seht ihr, wenn ich jetzt die Karte mache, da wo ich oben bin, ist jetzt dieser komische, böse, guckende Kopf. Oh Mann, ich wollte da nicht reingehen. Naja. So, wo sind wir jetzt? Wir sind da. Die Mine ist da rechts irgendwo. Beziehungsweise da unten an der Quelle. Da unten links gab es auch noch so ein Ding, ne? Oh, wo gehen wir als erstes hin? Ich kann mich nicht entscheiden. Ja, wir gucken da mal hin gerade. Weil ich hielt es für angemessen, solange wir hier in der, ich nenne es mal, Loser-Gegend unterwegs sind, beziehungsweise in der Anfang-Gegend, ist es durchaus nicht schlecht, ein bisschen hier von den Geo zu farmen. Deswegen habe ich noch das angelegt, womit man mehr Dings bekommt. Mehr Geld. Wenn ich mich recht entsinne, war auch hier unten so ein Glitscheboden. Ein versteinerter Goam eingeklemmt im Fels. Wow, echt, das war's? Okay. Ich hätte mir mehr erhofft. Was macht hier dieses Geräusch, dieses... Aha. Sehr interessant. Ist
Ist ja sehr interessant. Ist zwar nur ein Gimmick, dieser kleine Geheimgang, aber nett zu finden, ne? So, whoop. Und weiter. Jetzt gehen wir weiter zu diesem Minending. Da war das. Oh, was ist das? Ah, ein Maskin, toll. Bringen etwa Maskenteile oben neue Dingsteile? Einen neuen Lebenspunkt, das wäre interessant. Und dann weiß ich ja, wo es auch noch ein Maskenteil gibt. Denn hier diese dumme Mine? Oh! Naja, gut, dann haben wir das nochmal geschluckt hier, den Angriff. So, da geht's dahin und ich meine, die Mine war dann hier irgendwo. Nee. Unten links war das Dorf. Wo war die Mine, ey? Dieses Ding. Mann, wo ist die Mine hin? Na, da ging es zum Boss. Da war die Mine nicht. Da war dieser Tempel. Wir sind jetzt hier. Noch höher, glaube ich. Noch höher und ganz oben rechts. Gott, wie kompliziert. Das ist wirklich ein kleines Labyrinth. Mann, warum springst du nicht? Wenn ich das Steuerkreuz benutze. Oh, das ist echt nervig. Blöder Xbox-Controller. Ich mochte die ja sowieso noch nie, aber nein, es geht ja kein anderer Controller am Rechner hier. So, da oben müsste die Scheißmine sein. Ha, endlich. Vielleicht hat die dumme Sau da drin auch was Neues gefunden, ey. Ja, hat sie. Begrabe meinen Körper, bedecke meinen Panzer. Welch Sinn liegt in der Dunkelheit? Doch ich verbleibe. Ich warte hier für immer, bis das Licht wieder erblüht. Wow, echt? Du hast nichts geschafft. Nein. Oh, das ist gar nicht schlecht. Können wir uns nämlich aufhüllen, du! Deswegen steht dieses Ding bestimmt auch hier. Halleluja. Finde ich hier das Erz? Kristallspitze? Wir sind gerade nach unten gegangen. Wieso sollte das also eine Spitze sein? Oh. Der Bereich. Wo wir Licht brauchen. Bestimmt von der anderen Seite. Macht das bestimmt eine Abkürzung. Ja, ist es.
Kristallspitze, Kristallspitze, ja, ist klar. Okay, das ist tatsächlich in Anführungszeichen eine Abkürzung hierüber. Das Problem ist, wir werden irgendwas gegen die Dunkelheit brauchen, um das da aufzumachen. Hallo? Keine Ahnung, wo wir lang müssen, ne? Nein! Mein Geo! Übel. Okay. Alter, alles klar. Nein, aber wir sind schneller als das Laufband. Ist der böse oder nett? Alles klar, wer so auf mich zukommt, kann nur böse sein. Der verliert, ne? Du. Da geht's zu einer Bank, sehr gut. Oh, das sind ja gemeine Dinge. Und die Bank ist hier, ausruhen. Das einzige Problem ist, dass es in dieser Mine ziemlich dunkel zu sein scheint. Und eine Lampe, glaube ich, gar nicht schlecht ist. Was bist denn du für eine? Au. Au. Dreckiger Kristall. Also. Fuck. Das heißt, man sollte seinen Sprung nach oben nicht verfehlen mit diesem Biester. Alter, ja, klar. Alter! Wie schnell er schießen kann! Talisman wurde zerstört? Welcher? Ach ja. Der das mal hier farmt. Okay. Was nehmen wir dann? Seelenfänger. Stabiler Körper nehmen wir und das hier. Ja. Hallo. Na, wobei. Na doch. So. Wie gemein. Aber es ist gut zu wissen, dass es Talismane gibt, die zerbrechen können. Haha. Runter. Danke.
Nein, 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 du schießt nicht auf uns. Ah, den kann ich reflektieren. Das ist mal wieder was Nettes zu wissen. Heilen. Wie gemein. Das hilft nicht. Geh ich lang. Okay, die Dinger drehen sich um, das hatten wir ja eben schon. Das wäre eigentlich nett, wenn wir hier mal den Kartenfuzzi finden würden. Oh fuck. Aha. Boah. Krank, krank. Oh, come on. Wenigstens gibt es hier unten gut Geo, ne? Waren wir hier nicht schon mal? Ach ja. Das ist das Anfangsgebiet hier. Ja, ist es. Wir sind eigentlich auch schon wieder durch mit der Episode. Deswegen lasst uns hier Pause machen. Die nächste setze ich gleich hier an der Stelle an. Beziehungsweise fahre noch ein bisschen hoch. Hoffe wie immer, dass es euch Spaß gemacht hat, mir zuzuschauen. Freue mich sehr, wenn ihr mir ein paar Däumchen nach oben da lasst. Und für alle, die mich noch nicht abonniert haben, ich freue mich noch viel mehr, falls ihr mir ein Abo schenkt und da lasst und regelmäßig dabei seid. Und ja, danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Episode bei Let's Play Hollow Knight. Macht's gut!